So, und dazu müssen wir eigentlich auch noch ein Ortsschild anbringen. Warte mal. Jetzt wird es natürlich schon wieder dunkel. 1, 2, 3. Nein. So, der kommt und dann mache ich nochmal hier hin. So, hier, ja gut, der ist dann halt so ein bisschen da drin bedröppelt in dem Baum. Aber trotzdem glaube ich, das wird ganz gut aussehen. Hier muss ich leider doch nochmal... Das muss dann ja doch ein bisschen zur Geltung kommen. Oh. Alter, was für ein schönes leuchtendes Glühwürmchen. Die müssten noch irgendwie so Light Emission haben, also dass sie so ein bisschen Licht erzeugen sozusagen. Das wäre ganz cool. Und hier, naja, da müssten wir eigentlich... Müsste eigentlich ein Erdweg sein. Ich glaube, das kann man da so lassen. Und dann ist hier halt Gravel bis zur Haustüre. So, ich habe keine Büsche mit, sonst würde ich jetzt hier Bäumchen pflanzen und so weiter. Ach, man, im Creative Mode ist natürlich alles viel einfacher. Hier brauchen wir für den Hafen, glaube ich, nehmen wir keinen Cobblestone, sondern tatsächlich dann auch Cleanstone, weil wir damit auch hier arbeiten. Ich glaube, das wäre besser, als wenn wir da wieder was anderes nehmen. Es sei denn natürlich, das ändert ein bisschen die Optik, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Alter, ist mir heiß gerade. Ich sterbe an Hitze tot. So, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und hier müssen wir auch gucken, wie wir das machen. Ich hätte da vorne gerne noch... Habe ich Bäume mit Saplings? Ja, habe ich mit. Ich hätte ja gerne hier vorne auch wieder so ein bisschen... So richtig Wald. Oder aber man sieht tatsächlich die Gegend hier schon von der Brücke. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Aber ich habe ja weder Cleanstone mit noch den anderen Scheiß. Ich muss erstmal Gravel und Cleanies holen. Cleanies holen. Ich habe beides nicht mehr, ne? Nein, es sei denn, ich bin blind und sehe es gerade nicht. Das kann natürlich auch sein. Das liegt im Rahmen des Möglichen. Niemand weiß es so gut wie ihr. Und jetzt gucke ich mal, da habe ich noch 5 Schilder. Ein wunderschönes Gemälde. Das kann ich mir mal ganz kurz aufhängen. Hier, warte mal. Nein, die Steinziegelstufe, die haue ich mir mal ganz kurz wieder da rein. Und auch diese Steintreppen tue ich mal wieder rein, obwohl wir die noch für drüben brauchen können. Die können wir hier zusammenstecken. Da waren noch 3 Truhen, haben wir auch noch dabei. Ich wollte ja die Häuser schon ein bisschen auskleiden, aber dafür, wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Dächer. Oder wir müssen gucken, wie wir da noch weiterbauen. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich finde das schön mit der beleuchteten Brücke. Das ist so schön. Mein Herz springt. Huch. Oh, jetzt bin ich selber gesprungen. Vor Freude und zwar zu weit. So, jetzt haben sie die Frames aber auch wieder irgendwie beruhigt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es einfach nicht, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich nicht tun, weil der Grund dafür so doof wäre. Wahrscheinlich heißt da Minecraft. Und da unten müssen wir auch nochmal ein bisschen weiter bauen. Eigentlich, da haben wir jetzt... Warte mal, gehe ich mal ganz kurz runter. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Da haben wir hier... Alter, hier ist es dunkel, das gibt's gar nicht. So, hier ist zumindest wieder ein bisschen heller. Da haben wir jetzt die Enderaugen. Das ist ja die Bar zu den Enderaugen. Ist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Es sollte eine zwielichtige Spelunke sein. Was liegt denn hier? Puh. Verpiss dich, scheiß Insekt. So. Ja, hier müssen wir da auf jeden Fall auch noch weiterbauen. Das müssen wir zumindest noch zu Ende kriegen. Hier haben wir ein bisschen was angefangen. Hier fehlt auf jeden Fall noch eine vernünftige Belampung. Ach ja, das ist der Kiosk. Hier fehlt noch eine vernünftige Belampung und dann können wir hier noch ein bisschen Wohnräume schaffen und so weiter. Und dann können wir ja tatsächlich auch eine kleine Stadt draus machen. Hier fehlt das Ehepaar, fehlt ja auch noch. Da muss ja noch entsprechende Bewerbung nicht drin, ist doch richtig, ne? Es ist schon spät, du sollst schlafen gehen, Gronkh. Komm morgen früh wieder, wenn du meine Dienste benötigst. Ja, gute Nacht. Das ist so lieb von dir. So, Santico. So, ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal Cleanstones holen und dann muss ich nochmal ganz kurz gucken, außer Cleanstones, was wollte ich noch holen? Lass mich lügen. Außer Cleanies wollte ich noch Gravel holen. So ist's. Vielen Dank für den Hinweis. Danke, dass du mir das gerade vorgesagt hast. Freue ich mich.
dass ich so aufmerksame Zuschauer habe wie dich. So. Gravel? Sag mir nicht, ich habe kein Gravel mehr. Muss ich wirklich auf eine Gravelreise gehen? Alter, ich hab... Alter, dieser Cobblestone, ne? Der nimmt zum Glück nicht überhand. So, Cleanies habe ich ja noch. Ach geil, im Hintergrund die Aladdin-Musik vom Mega Drive oder Super... Ne, Super Nintendo war das. Geil, habe ich früher gesuchtet. Ist ja auch schon ewig her. Alter Schwede. Habe ich mir vom Taschengeld zusammengespart. War ich stolz wie Bolle und habe ich gespielt ohne Ende. Genau wie Turtles in Time und wie hießen nun mal die... Die Battletoads. Alter, war das geil. Super Nintendo war der Hammer einfach. So. Die haben irgendwelche Grafikprobleme hier auch. Die Kaninchen und so. So, und ich mache mir mal ganz kurz auf. Eine kleine Gravelreise. Das können wir ja mal machen. Ich weiß noch nicht genau wohin. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich da... Ich habe auch keine Schuhe mehr an, ne? Und der Helm und die Hose sind auch schon ein bisschen lediert. Ich sollte mir eigentlich Schuhe machen... Und im Grunde genommen, weißt du was? Wir brauchen Diamanten. Was will ich denn jetzt da? Und ich werde kein Pferd nehmen. Ich werde mich einfach zu Fuß auf die Reise machen und dann sammeln wir... Gut, Gravel sammeln ist jetzt nicht so das Mega-Highlight. So, dann gucke ich mal ganz kurz. Dann lasse ich mal ganz kurz den Krempel hier auch, wenn wir drüben jetzt die Stadt haben. Was willst du... Oh, was willst du machen? Hilft ja nichts. Das ist schon wieder dieses Tropenholz, dieses unsägliche, was sich mal dazwischen drängelt. Die nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Birkenholz lasse ich mal hier. Dort Holz kann ich mitnehmen, die lasse ich auch mal hier. So. Obwohl, das Holz kann ich auch mal hier lassen, weißt du, ganz ernsthaft. Huch, wollte ich eigentlich stacken. Ach, das sind diese anderen Holzstufen, stimmt ja, falle ich immer wieder drauf rein. So, 27 Erde kann man immer gebrauchen. Die 62 Dinger packe ich unten rein. Die weiße Wolle, mit der wir später dann weiterbauen. Jetzt gehe ich erstmal auf eine kleine Reise. Auch wenn wir den ganzen Scheiß jetzt dabei haben. Inventar hier, Bild, Truhen, können wir alles noch mitnehmen. Ne, die Blumen packe ich unten rein. Da werde ich jetzt mal nicht schlampig. Hätte ich auch drüben mal das in die Kiste legen können. Aber naja, was willst du machen? War ja so nicht abzusehen. So, Blumen, Eichenlaub. Eichenlaub haben wir noch eine Menge. Hier sind die Samens, die Blumens. Wo waren die Blumens? Waren die Blumens hier oben? Das sieht sehr blumig aus. Und dann 46 Zaun. Naja, super. 64 Erde kann ich auch nochmal oben ablegen. So, zack. 55 Erde nehme ich mit. So, 25 Kartoschki nehme ich auch mit, Diamantspitzhacke. Wir haben noch Haltbarkeit und Effizienz, da nehme ich beide mit. Damit wir auch, wenn wir krepieren, ordentlich was verlieren. Das muss ja drin sein. Und den Zaun lege ich jetzt nochmal ganz kurz in der Holztruhe ab. Den braucht man jetzt auf dem Weg auch nicht. Dann mache ich mir nochmal ganz kurz Holzpantalonen. Und wir haben Level 29, vielleicht kann ich ja die Schuhe dann wenigstens noch enchanten. Wieso laufe ich jetzt so weit weg? Keine Ahnung. Ob ich hier noch da ist, da steht noch eine Crafting-Kiste aus irgendeinem Grund. Die müsste ich eigentlich auch mal weghauen. Die steht schon da, so wir die Mühle gebaut haben. So. Keine Ahnung warum. So, dann haben wir jetzt die Werkbank. Die lasse ich mal hier oben drin. Die Schuhe ziehe ich mal an und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir die vielleicht enchanten können. Was mit dem Brustpanzer? Diamantharnisch, den müssten wir eigentlich reparieren. Was? Ach, hier fliegt schon wieder irgendein Gelumpe. Pass mal auf, ich gehe mal von der anderen Seite. Dann haben wir nicht die ganze Zeit die Tiere im Anschlag. Humpter, 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 Humpter. Was ist das denn? Ach, ist eine Schnecke. Humpter, Humpter, Humpter. Humpter, Humpter, Humpter. Mist, ich glaube, ich hatte auch enchantete Schuhe, ne? Das war Verschwendung, dass die jetzt kaputt sind. Bisschen doof. So, wir haben
Einen Helm, der ist schon, den müssen wir enchanten, beziehungsweise müssen wir den enchanten. Den Harnisch würde ich gerne enchanten. Aber dafür müssten wir den eigentlich erstmal reparieren. Ich guck mal ganz kurz, ob ich, dann guck ich mal in die Schuhe vielleicht doch erstmal. So, Schutz, Federfall, Explosionsschutz, Schuss, sicher, mach ich erstmal. Hallo? Was macht denn der da? Haben wir da nicht Haltbarkeit eigentlich? Schutz ist ja super, aber ich brauche primär erstmal Haltbarkeit. Alter, jetzt kommen ja Fliegen rein und sitzen dann in der Armlehne. Okay, die kann ich nicht verzaubern. Muss die tippitoppi sein, damit ich die verzaubern kann? Oder was, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Sprecht, Gebieter. Euer Weg führt nach Sturmwind. Ach, Mensch. Huch. So. Naja, komm, zwei Diamanten hau ich mal rein. Und ja, jetzt hier. Zwei Diamanten hau ich mal rein. Dann guck ich mal, ob ich den Harnisch vielleicht noch erweitern kann. Um ein paar nette Dinge. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Ich weiß auch nicht, warum Haltbarkeit nicht bei den Schuhen ging. Ging das nicht bei allem Haltbarkeit? Das ist das Wichtigste eigentlich. Vor allen Dingen bei so Diamantkrams. Guck mal, hier ist auch keine Haltbarkeit. Was ist das denn? So. Schutz 4 hat Enchanting. Kostet 11. Das ist noch ein bisschen doof hier gerade. So. Level 27, Dorn 3. Ich glaube, da behalte ich mal 8 Level, oder? Mach ich mal Dorn 2. So, zack. Bim. Und die Schuhe haben auch nur Schutz? Das ist ja merkwürdig. So, Schutz 3. Schutz 4 können wir uns, glaube ich, dann nicht mehr leisten. Ach, ich liebe diese Musik. Haltbarkeit 3, Schutz 4. Huch. Ah ne, Quatsch. Was mache ich denn hier? So, jetzt erstmal das Ding hier. Die Hose müssen wir auch mal reppen. Haltbarkeit 3, Schutz 4. Ach, hier können wir auch reparieren. Kostet 8 Level. Aber wieso kann ich den nicht de-enchanten eigentlich? Und was heißt Vanilla? Ich trau mich nicht, das zu klicken, solange der Helm da liegt. Ach, okay. Ah, super. Das ist ja cool. Ich kann den nicht de-enchanten. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich wollte ja und hab ja doch dann auch und bla. Scheiße, jetzt brauchen wir doch noch Level 8 oder sowas. Dann gehe ich mal zumindest meine Hose reparieren. Die hat von innen immer so einen Druck, dass die auseinandersprengt, weißt du? Deswegen geht die so schnell kaputt, das ist ein bisschen doof. Aber zum Glück kann man die ja dann von außen wieder zusammenbeulen. Wenn ich nicht doof genug bin, die Hose nicht vorher auszuziehen. Weil sonst muss ich mich selber auf den Amboss legen. Und ich habe gehört, das ist kein gutes Feeling. So, Level 7 ist Minimum. Scheiße. Und eine komplett neue Hose machen will ich ja auch nicht. Ich lasse die Diamanten jetzt einfach hier, weißt du? Katze! 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 Bitte, bitte, Katze! Da ist eine Katze. Wildschweine, die tun mir nichts. Da hinten Elefanten und Straußen. Alles völlig authentisch für unser Gebiet hier. Für die europäische Region. Und jetzt lege ich das mal weg. Und ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal auf... In welche Richtung reisen wir denn mal? Ich glaube, wir nehmen mal diese Richtung da hinten.